Dragon Ball Z ist absolut grandios. Ob Saiyajin, Frieza, Cell oder Buu Saga. Dragon Ball hat in seiner Z-Ära verrückte Arcs, die alle ihre eigenen Höhen und Tiefen haben. Doch neben der Anime-Adaption der Manga-Vorlage von Akira Toriyama erschienen auch Filme. Filme, die Handlungsstränge haben, die im Originalwerk gar nicht vorkommen. Wir schauen uns also heute alle 15 Dragon Ball Z Filme im Detail an. Wie gut waren sie? Wann spielen sie in der Main Story? Wie ranke ich sie persönlich in eine Tierliste ein? Und noch viel mehr. Heute machen wir einen Deep Dive in das Dragon Ball Z Cinematic Universe. Lasst also ein C13 Schlag in Gokus Eier auf den Daumen nach oben da und macht mit dem Abo-Button das, was auch immer Broly damals mit Vegeta getan hat. Und damit legen wir los. Also, der erste Film, Dead Zone oder auf Japanisch, bring mir mein Son Gohan zurück! Wie könnte man den allerersten Dragon Ball Z Film also anfangen? Ach, was für ein herrlicher Klang. Dead Zone spielt hier vor der ersten Folge von Dragon Ball Z und nach der Hochzeit von Goku und Chi-Chi. Das ist zwar der offizielle Zeitpunkt, aber funktionieren tut es nicht wirklich. Weil Krillin in diesem Film Son Gohan kennenlernt. Aber das macht ja keinen Sinn, weil er erst später beim Auftritt von Raditz Son Gohan richtig kennenlernt. Wie gesagt, die ganzen Filme sind alle Non-Canon, gehören nicht zur Main-Story von Dragon Ball dazu, deswegen ist es nicht schlimm. Aber für dieses Video hier versuchen wir immer wieder einen Spot zu finden, wo der Film hätte theoretisch stattfinden können. Wie erwähnt, wird Piccolo am Anfang des Films gejumpt, als wäre er auf dem Frankfurter Hauptbahnhof. Der Antagonist ist hier nämlich Garlic Junior. Selbst die Götter müssen einmal sterben, aber ich werde ewig leben. Ach ja, und aus irgendwelchen Gründen hatte er einfach mal das Stadtzeichen von Mecklenburg-Vorpommern auf seinem Outfit drauf. Sein Plot ist, dass er seinen Vater rächen möchte. Garlic Senior hat nämlich mit Kami damals um den Posten des nächsten Gott der Erde gewetteifert. Weil Garlic Senior es dann aber nicht wurde, ist er durchgedreht und hat mit Dämonen angegriffen, weswegen er verbannt wurde. Ja, quasi der Lucifer-Plot. Goku erklärt uns das Ganze aber viel besser. Wen interessiert euer Gequatsche? Sagt mir, wo Son Gohan ist! Weil Son Gohan dann wegen seinem Dragon Ball Hut, das soll nicht das letzte Mal sein, entführt wird, möchte Son Goku ihn zurückholen. Garlic Junior wünscht sich in diesem Film auch mit Hilfe der Dragon Ball unsterblich, weswegen er die ganze Zeit ziemlich schwer ist unterzukriegen. Die Gegner sind hier zwar lame, aber die Kämpfe sind richtig wuchtig und funktionieren an sich schon. Und kein Plan, Kami kämpft das erste Mal in Dragon Ball und ist einfach ein Super Saiyajin. Der Typ war einfach ein Foreshadowing auf Orange Piccolo. Ich meine, der hat so richtig reingehauen. Anders als beim Fake-Poster bei Dragon Ball Super Broly damals, benutzt Son Goku in diesem Film hier auch wirklich aktiv seinen Stab, was eine ziemlich coole Sache ist. Wir haben dann also die klassische Big-Guy-Transformation und Goku hat mit Piccolo seinen Goku und Vegeta vs. Jiren-Moment. Piccolo geht dabei sogar auf Eier. Garlic Junior wird dann immer ungemütlicher und macht irgendwie ein schwarzes Loch oder so und saugt alles an sich. Das ist aber kein Problem, weil der Son Gohan-Plot hier ebenfalls gespielt wird. Er dreht durch, bevor er gegen Raditz durchgedreht ist und, naja, haut Garlic Junior eben in dieses komische Ding rein. Er ist besiegt und kommt dann später in einem Dragon Ball Z Filler Arc wieder. Aber das war so ziemlich von ihm in dem Film. Also, der erste Dragon Ball Film war nicht wirklich der Banger, aber scheiße war er auch nicht. Ich würde sagen, der Film war alright. Es war hier noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, wie die Dragon Ball Filme sich entwickeln sollen. Ich hatte schon meinen Spaß gehabt. Es war schon nice zu schauen. Also, finde ich, D ist eine faire Platzierung. Der zweite Film, der stärkste der Welt, sollte eigentlich nach dem Kampf gegen Vegeta spielen. Das klappt aber ebenfalls nicht, weil Piccolo hier am Leben ist. Er stirbt aber gegen die Saiyajins und wird erst auf Namek wiedererweckt. Also kann der Film technisch gesehen hier wieder nicht stattfinden. Aber gut, kommen wir zum Plot. Die Dragon Balls werden hier innerhalb von Sekunden gesammelt und ein Typ wünscht sich Dr. Willow zurück, der hier als Gehirn lebt und einen neuen Körper sucht, nämlich den allerstärksten. Um das Ganze herauszufinden, lässt er unsere Jungs auch gegen seine Bio-Cyborgs kämpfen. Und nein, das sind nicht die, die später noch drankommen. Einer von denen ist sogar die Vorlage von Botamo aus Dragon Ball Super. Ich meine, das Farbschema passt und auch die Kampftechniken. Fun Fact an dieser Stelle, der Sound für das Aktivieren der Dragon Balls, der hier genutzt worden ist, ist das gleiche Geräusch, was später beim Super Saiyajin zu hören ist. Zu dem Zeitpunkt des Filmes war der Anime auch erst beim Anfang der Namek-Saga. Doch der Sound an sich kam schon vorher beim Kampf von Tao Bai Bai gegen General Blue
vor. Und hier noch gleich ein Funfact hinterher. Obwohl im Anime-Opening immer eine Eislandschaft gezeigt wird, ist dieser Film das erste Stück von Dragon Ball Anime Media, wo wir in so einer Eislandschaft sind. Die Szene taucht dann ja später beim Cyborg 13 und Broly-Film auf. Allgemein hat dieser Film auch starke Anlehnungen an die Klassiker 2001 oder Das Ding. Übrigens kann Son Gohan, der hier auch noch ein Hosenscheißer ist, einfach mal in ein Flugzeug fliegen. Der Film zeigt auch ganz gut, warum Tommy Morgenstern irgendwann keine Luft mehr hatte, um Goku zu sprechen. Naja, jedenfalls, nachdem die Handlanger-Fights vorbei sind, hat das Gehirn irgendwie Piccolo übernommen und er war so ein bisschen der Antagonist von dem Film. Doch danach kämpft das Gehirn selber als Gehirnroboter. Letztendlich kann er aber aufgehalten werden, weil Son Gohan und sein Vater in die Luft fliegen und ihn frontal angreifen. Okay, gut, das klappt zwar nicht, aber Son Goku regelt es dann mit einer Genki-Dama. Und weil Piccolo zu dem Zeitpunkt noch ein Feind war, geht er dann extra extrem langsam weg und denkt sich, ja, bitte sprich mich an, bitte sprich mich an, bitte sprich mich an, ich bin so alleine. Der zweite Film kommt leider auf E, weil, naja, bei dem Film hatte ich weniger Spaß gehabt. Ich fand die Antagonisten auch nicht wirklich so cool. Ich meine, das Gimmick oder die Idee, dass das Gehirn Son Gokus Körper übernehmen möchte, ist okay, aber Piccolo wieder als Antagonisten zu haben, war nicht so interessant und es ist ein Gehirn. Du hast hier ein Gehirn als Antagonist, also so spannend kann es nicht sein. Und damit gehen wir in die Pause. Aber hey, geht noch nicht AFK. Ich habe hier nämlich ein neues, geiles Spiel für euch, nämlich AFK Journey. AFK Journey ist nicht nur ein einfaches Idle-Game, sondern ein breit gefächertes Fantasy-Rollenspiel mit komplexen Gameplay-Mechanik, mit einer offenen, riesengroßer 3D-Leinwand-Kunstwelt und vielen verschiedenen Helden. Hier geht es darum, sich ein Team aus verschiedenen Helden zusammenzustellen, mit dem man sich eben taktischen Schlachten liefert. Brutus den Brecher, Krüger den Killer oder Arden den alten Anime-Opa. Der gesamte Artstyle erinnert hier sehr stark an ein Anime, als würdet ihr quasi euren eigenen Film nachspielen. Die Welt ist wirklich sehr einzigartig aufgebaut. Der Name ist hier auch Programm, denn auch wenn ihr AFK seid, also nicht am Handy seid und nicht spielt, hat AFK Journey ein Feature, mit dem ihr eben weiterhin Bonis farmen könnt, ohne das Spiel zu spielen. Ich farm hier also ganz gemütlich weiter, während ich währenddessen noch ein bisschen mein Video schnüppel. AFK Journey ist jetzt auf iOS als auch Android verfügbar. Ihr könnt das Ganze sogar auf dem PC spielen, dafür müsst ihr nur auf die offizielle Website von AFK Journey. Aber natürlich findet ihr das Ganze auch über meinen Link oder eben angepinnten Kommentar bei diesem Video hier. Und dabei vergesst auf gar keinen Fall den Code AFKJourney.de zu benutzen für eben 100 Diamanten und 18.888 Goldmünzen. Das nenne ich mal eine Menge. Darüber hinaus bekommt ihr dabei sogar 40 Helden obendrauf dazu. Also Freunde, geht nie wieder unnötig AFK, sondern geht nur AFK mit AFK Journey. Ich bedanke mich hier fürs Sponsor des Videos, wünsche euch viel Spaß und wir machen weiter. Der dritte Film, Der Baum der Macht, spielt, naja, nirgendwo. Selbst die offiziellen Databox zu Dragon Ball haben aufgegeben und gesagt, hey, das Ganze ist ein Movie-Only-Film. Also, naja, sollen wir selber rausfinden, wann der Film spielt, aber ich kann euch sagen, es funktioniert nicht. Keine Ahnung, das Ganze spielt irgendwie in einem Paralleluniversum. Jedenfalls ist Krillin in diesem Film absolut dripped out. Son Gohan hat dabei mehr Gepäck dabei als meine Freundin, wenn wir nur kurz vor die Tür gehen und Son Goku badet in einer heißen Tonne. Warte mal, und Oden aus One Piece ist eigentlich nichts mehr als eine Son Goku-Referenz. War das jetzt mal ein Vorstellung? Weil Son Gohan dann einen Kackdrachen rettet, will er auch ein Haustier. Aber Chichi sagt nein, weil naja. Es ist sinnlos, mit mir zu streiten, denn hier habe ich die Hosen an. Ja, Thales kommt dann zwar auf die Erde, sieht aus wie Son Goku und pflanzt irgendeinen Baum, aber scheiß mal da drauf. Yamshu hat hier das wahre Problem. Er hat sich nämlich einen fetten Schlitten für mehrere Millionen gekauft, die er von seinem Baseball-Money bezahlt, und dieser wurde geschrottet, weswegen er ihn nun 15 Jahre lang abbezahlen muss. Ja, ich erwähne das, weil Yamshu selbst das im Film mehrere Male erwähnt. Und jetzt darf ich 15 Jahre lang einen Schrotthaufen abzahlen. Ihr habt doch bestimmt meinen Raumgleiter abgeschossen, oder? 15 Jahre lang darf ich jetzt für einen Haufen Schrott bluten. Ich will die Kohle für den Raumgleiter wieder haben. Ja, jedenfalls wird der Baum hier gepflanzt und das Wesen, was Gott werden soll, ist diese Frucht normalerweise, um Gott zu werden. Also haben wir hier wieder Kami-Lore wie beim ersten Film. Ja, abseits davon ist es auch echt lustig, dass die Handlanger von Thales einfach perfekt ausgewählt worden sind. Weil unser Tech-Team, Chaozu und Tenshinhan, kämpfen gegen ein anderes krasses Duo. Meine rasierten Eier.
Was Tales an sich angeht, er ist im Grunde genommen Goku Black, bevor Goku Black. Die beiden Gokus haben hier auch eigentlich nichts miteinander gemeinsam. Sie sehen hier aber gleich aus, weil sie beide Saiyajin-Krieger sind, die aus einer niederen Klasse stammen. So erklärt es jedenfalls damals Toonimation. Ja, Tales lässt Son Gohan dann verwandeln, dieser dreht durch und durch seinen Drachen kann er sich wieder beruhigen, weswegen sie seinen Schwanz cutten können. Es wird dann ein wenig gefightet und am Ende geben alle Son Goku Energie und er macht wieder eine Genki-Dama. Doch diese reicht hier nicht aus. Aber hey, eine Story, wo der Antagonist eine Frucht pflanzt, die dann Planeten verschlingt, nur damit man stärker wird, kann doch unmöglich schlecht enden. Ja, Tales wird geklatscht, dem Planeten geht es dann wieder gut und das war so ziemlich von dem Film. Es wirkt ein bisschen fies, dass ich Tales auf E packe, aber ich muss wirklich sagen, das ist einfach die Platzierung für den Film. Also, der Film ist nicht so spannend, die Idee hinter der Frucht ist nicht so gut, die Antagonistengruppe ist nicht so geil, der Kampf gegen Tales ist nicht so toll, also ich habe nicht so viel im Film gewinnen können, also finde ich, ist es eine tatsächlich faire Platzierung auf E. Also, bei Film 4 ist der Drache mittlerweile einfach Teil vom Main Squad. Ja, hat Son Goku wohl doch die Hosen an. Wir sehen sogar eine kranke Tanzmontage mit ihm, bei der Son Gohan pfeift und Piccolo komplett durchdreht. Da Son Goku in diesem Film die Kaioken kann, aber den Super Saiyajin nicht, muss dieser Film hier nach der Saiyajin-Saga, aber vor der Freezer-Saga spielen. Das ist aber schwierig, weil nach dem Kampf gegen Vegeta erholt sich Son Goku ja und die anderen fliegen schon mal los nach Namek. Außerdem ist Piccolo ja in diesem Film am Leben, was ja nicht der Fall sein kann. Klappt also hier mal wieder nicht. Lustigerweise hat Son Gohan auch hier, anders als im letzten Film, seinen alten Anzug an. Das aber auch nur, damit Slug ihm sein Dragon Ball klauen kann. Und Slug ist eigentlich nichts mehr als der Vorgänger von Moro aus Dragon Ball Super. Er kann Gedanken lesen, hat also so etwas wie eine magische Fähigkeit. Ja, Son Goku konnte das auch mal, aber ist trotzdem so ein bisschen Harry Potter mäßig. Slug ist nicht mehr in seiner Prime und er wünscht sich mit den Dragon Balls seine alten Fähigkeiten zurück. Außerdem gibt es andere Momente in diesem Film, die sehr stark an das erinnern, was Moro drauf hatte. Slug ist dabei ein Namekianer, der das pure Böse ist. Seine Männer sind dabei auch coole Referenzen auf Oberteufel Piccolo. Dieser Film ist auch das allererste Mal in der Geschichte der Menschheit, wo gediggert wurde. Ganz ruhig, Digger. Eins nach dem anderen. Jedenfalls wird der Saiyajin-Plot hier sehr recycelt, denn Piccolo stellt sich vor Son Gohan und stirbt. Naja, fast. Sie liegen dann auseinander und ein paar Szenen später sind sie dann zusammen am Kuscheln. Goku kommt zwar episch dazu, aber er wird auch ziemlich schnell gekocht. Deswegen kommt wieder der Genki-Dama-Plot. Er holt die Power von allen und jetzt wird's interessant. Der Titel von diesem Film ist nämlich Super Saiyajin Son Goku. Und 10 Tage bevor es in der Shonen Jump im Manga von Dragon Ball passieren sollte, wird Son Goku hier zum Super Saiyajin. Gut, nicht ganz, denn später wurde der offizielle Name dieser Form als Pseudo Super Saiyajin betitelt. Son Goku hat dann zwar gegen Riesen Slug keine Chance, aber genauso wie der Aufklärungstrupp macht er einfach weiter. Und ich weiß nicht, wie ich das folgende sagen soll, aber sie besiegen ihn dann damit, dass Piccolo sich seine Ohren abreißt und Son Gohan pfeifen lässt. Ja, das ist die Schwachstelle der Namekianer. Son Goku bekommt dann nochmal Power und es gibt einen leckeren Genki-Dama-Finish. Das Outro ist, by the way, hier ziemlich cool. Denn Son Gohan hat das Outfit an, was Son Goten später bekommen sollte. Und Son Goku ist ebenfalls fresh auf Miami Beach angelehnt unterwegs. Slug kommt auf F. Ja, was soll ich euch sagen? Also der Pseudo-Super Saiyan ist schon cool, aber Slug als Antagonist ist halt super lame. Es ist wirklich irre. Ich fand an dem Film wirklich fast nichts geil. Ja, ich habe dir nichts abzugewinnen, deswegen es ist F. Also wenn jemand da draußen Slug als Lieblingsfilm hat, es tut mir leid. Für mich ist es nicht. Okay, das Bardock Special ist technisch gesehen eine OVA, aber er ist einfach zu cool. Er muss in dieses Video rein. Bardock selbst wurde tatsächlich nicht von Toriyama designt, sondern von Nakatsuru, der später auch für so etwas wie den Super Saiyan 4 verantwortlich war. Toriyama fand die Idee aber so gut, dass er Jahre später seinen eigenen Manga zu Bardock machen sollte. Er sagte damals schon, dass er die Story von Bardock liebt, weil sie etwas ist, was er niemals schreiben würde. Ich glaube, genau deshalb war das Special auch so geil. Bardock war ein dreckiger Saiyajin, der langsam im Film merkte, dass sein Handeln falsch war.
weil ihm eben ein Alien die Fähigkeit gegeben hat, hell sehen zu können. Wir sehen auch Vegeta mit seinem freshen Papa Nappa und was ich interessant fand, es gab hier auch Saiyajins, die nicht Kämpfer sind, sondern eher Wissenschaftler. Und verdammt nochmal, Bardocks Leute kommen dabei in einen Hinterhalt und werden ausgelöscht. Die Szene, in der Bardock gegen die anderen Handlanger von Freezer kämpft mit seinem Bandana, was sich durch Blut rot gefärbt hat, ist grandios. Da stimmt einfach alles und der Soundtrack, wo man nebenbei noch Geräusche des Scouter hört, ist einfach einer der besten Soundpieces aus ganz Dragon Ball. Dodoria denkt dabei zwar, er hat ihn gekillt, aber Bardock kommt später wieder. Was cool ist, denn er versucht hier seine Leute zu warnen. Sie glauben ihn aber nicht. Saiyajin-mäßig kämpft Bardock also trotzdem gegen sein Schicksal, auch wenn er keine Chance hat. Das, was wir hier sehen, ist eine ganz andere Art von Dragon Ball, aber genau das machte es für mich damals so genial. Ein wirklich unfassbar gutes, gelungenes Special mit geilen Momenten und Bardock ist einfach, ey, man guckt euch den an, der Typ ist einfach krass. Außerdem hat man die Fanbase jahrelang verwirrt, weil man eben dachte, dass diese Tante hier die Mutter von Son Goku ist. Das Bardock-Special kommt auf A. Das muss ich mal sagen. Also das Bardock-Special ist wirklich gelungen. Ich habe es als Kind geliebt. Ich habe es Rewatch geliebt. Ich finde beide Versionen cool. Die Version von Bardock, die wir damals hatten und die spätere in Super Broly. Aber ich finde einfach diese Geschichte des dreckigen Saiyajin zu sehen, das macht einfach Fun. Das ist einfach geil. Deswegen habe ich hier Bardock sehr weit hoch platziert. Damit schlägt auch der Bruder von Freezer zu, der cooler ist. Eigentlich sollte dieser Film hier auch nach Trunks Ankunft stattfinden, aber Son Gohans Haarschnitt passt hier nicht ganz dazu. Nach der Freezer-Saga aber vor Trunks Ankunft kann es aber auch nicht sein, weil Son Goku ja erst wieder aufgetaucht ist, als Trunks wieder da war. Außerdem hat Son Goku in diesem Film wieder mal vergessen, dass er ein Super Saiyan ist, also hier auch wieder schwierig. Interessanterweise hat Son Goku im Character-Design von Toriyama für diesen Film rote Augen in der Super Saiyan-Form. Vermutlich, weil sich Tori damals noch nicht ganz sicher war, wie das komplette Design aussehen würde. Jedenfalls erfällt Cooler hier von der Sache mit Freezer und will deswegen Rache nehmen. Unsere Leute müssten sich ja auch eigentlich auf die Cyborgs vorbereiten, die bald auftauchen sollten, aber naja, sie gehen halt campen. Die Handlanger nerven dann zwar rum, aber der Big Bad kommt hier ziemlich früh. Doch wegen Son Gohan kassiert Son Goku hier einen bösen Treffer. Er chillt also und Gohan holt magische Bohnen. Ja, Son Gohan hat hier so seinen kleinen Kid Goku Arc. Auch vorher war er schon genauso wie sein alter Herr ordentlich am Holzhacken. Piccolo übernimmt dann die Handlanger, die, naja, keine Ahnung, rassistisch sind. Also gut, Grüner, wir haben was zu klären. Aber gerne. Worum geht's? Um Leben und Tod, Spitzohr. Ah! Okay, Spinatfresse, du bist fällig. Cool ist hier auch, dass wir sehen, dass Caesar ein Keyblade hat. Das ist auch so ziemlich der erste Auftritt von dieser Form, lange bevor wir das bei Vegeto sehen sollten. Außerdem ist das Ganze eine ganz klare Star Wars-Referenz. Goku kämpft also gegen Cooler und dieser geht ein Level hoch, weswegen er einen Mundschutz bekommt. Ja. Keine Ahnung warum, man könnte vielleicht sagen, dass Freezers Design mehr in Richtung Alien geht und das Design von Cooler soll demnach Predator widerspiegeln. Nach einer kleinen Weile will Cooler dann die Erde in die Luft jagen. Son Goku kontert das Ganze aber hier, indem er einen Vogel wiederbelebt. Dann wird er zum Super Saiyan. Ja, das ist zwar ein bisschen goofy, aber das zeigt, dass Son Goku sich um alles, was auf der Erde lebt, juckt. Egal wie klein es auch sein mag. Cooler schießt dann also wie ein typischer Big Bad seine Riesenkugel auf Son Goku. Son Goku spielt die Uno Reverse Card. Und das war's halt mit Cooler, weil er in der Sonne brutzeln geht. Cooler würde ich hier locker flockig auf C packen. Ich finde es cool, dass Freezer einen Bruder hat. In dem Film ist es ein cooles Gimmick, dass er eine andere Form hat. Das ist auch cool. Der Kampf gegen Goku funktioniert auch. Es ist nur kein besonderer Kampf und es passiert nichts wirklich Besonderes, aber es ist alright. Also es ist ein Film, den kann man gucken. Den Film hat cool und deswegen C. Oder doch nicht. Back to back, baby. Cooler ist wieder zurück. Hier wäre es auch mal interessant zu erwähnen, dass die Japaner die Titel für die Filme etwas anders gehandhabt haben. Wir haben zum Beispiel Filme, wo Cooler, Broly oder C13 im Titel ist. Das haben sie aber nicht gemacht. Meistens war es nämlich so, dass sich Toonimation einen Titel ausgedacht hat für einen Film und sie dann den Plot dazu geschrieben haben. Dieser Film hier heißt ja auch eigentlich Kampf gegen 10 Milliarden starke Kämpfer. Der Film könnte irgendwo nach Trunks auftauchen und vor dem Kampf gegen 17 und 18 stattfinden. Vegeta wird zwar zum Super Saiyan in diesem Film, aber nur Son Goku sieht ihn. In der Story selbst war Son Goku zu dem Zeitpunkt ja sowieso K.O. Was hier aber nicht zusammenpasst, ist, dass Dende Gott der Erde ist. Das wird er nämlich eigentlich viel später. Der Unterschied zum letzten Film ist hier auch, dass Cooler nun iced out ist.
Er wurde nämlich vom Getty-Stern übernommen und ist jetzt cybermäßig unterwegs. Deswegen kämpfen die anderen auch gegen Blechbüchsen. Gokus Kampf an sich ist nicht spektakulär, aber wie ihr Cooler fällt, sieht schon sehr geil aus. Er hat aber in diesem Kampf keine Chance, weil sich Cooler immer wieder regeneriert. Also kommt Vegeta dazu. Und ich muss sagen, die Darstellung von der hohen Geschwindigkeit in diesem Kampf war wirklich sehr gelungen. Vegeta und Son Goku gehen dann unter und Cooler hat sogar eine gesamte Armee von sich selbst. Die beiden Saiyajins wissen hier also, dass sie keine Chance haben, aber gehen trotzdem in den Kampf. Eine sehr, sehr, sehr coole Szene. So cool, dass die Toyotaro später benutzt hat für seinen Future Trunks Arc. Denn die Szenerie als auch die Situation ist dort die gleiche. Toyotaro scheint allgemein ein sehr großer Filme-Fan zu sein. Goku und Vegeta werden also gefangen genommen und Cooler will mit ihm eine Armee aus Super Saiyajins erschaffen. Das tut er übrigens auch alles, weil er von einem random Chip im Weltraum aufgenommen wurde. Unsere Boys überladen dann also sein Ding und Son Goku kommt mit einem Ki-Geschoss. Vegeta lenkt ein bisschen ab und so können sie ihn wieder kaputt machen. Ja, ich muss wirklich sagen, das, wo die Filme von Dragon Ball wirklich am meisten scheitern, ist immer wieder das ernüchternde Ende. Es fühlt sich immer wieder so an, als würden den Schreibern am Ende die Ideen ausgehen. Auch wenn ich Metal Cooler interessanter oder geiler Design finde als die feine Form von Cooler, muss ich sagen, der Film an sich war jetzt nicht so stark. Ich finde, einzelne Cuts wären sehr gut, wie zum Beispiel, dass Son Goku hier gegen Cooler kämpft, ihn kurz fetzt, oder dass Son Goku und Vegeta als Szenerie vor der 10 Milliarden Armee stehen. Das ist super geil, das ist so richtig Saiyajin-mäßig, aber kampfchoreografisch oder wirklich filmplotmäßig gab es nicht wirklich viel in dem Film zu holen und deswegen möchte ich ihn gar nicht höher platzieren. Ja, Dr. Gedos Computer hat sich nach dessen Ableben selbstständig gemacht und 3 weitere Cyborgs erschaffen, die Son Goku töten sollen. Timeline ist hier mal wieder schwierig, weil die Canon-Cyborgs Son Goku ja umbringen wollen und sie, naja, bei diesem Film in der verdammten Mall am Chillen sind. Außerdem wurde Donald Trump ja erst viel später gewählt, also macht es ja gar keinen Sinn, dass Super Redneck 13 hier auftritt. Naja, jedenfalls heißt dieser Film hier eigentlich Extreme Battle, die 3 großartigen Super Saiyajins. Ich muss sagen, Code-Ass-Titel. Die ganze Stadt wird also von den neuen Cyborgs zerbombt und Chi-Chi verlangt trotzdem, dass Son Gohan weiterlernen soll. Jedenfalls sind die Kämpfe in diesem Film ziemlich dynamisch. Sie strugglen zwar erstmal, aber das eigentlich auch nur, damit wir eine Szene bekommen, wo sich alle 3 Super Saiyajins verwandeln und dann die Cyborgs klatschen. Also fusionieren sie. Und verdammt nochmal, C-13 hat so krass Son Gokus Eier gecrushed, dass Toei Animation das sogar visualisiert hat. Ich wusste es schon immer, Son Goku kann gar nicht Son Goten gezeugt haben. Der ist bestimmt irgendwie anders entstanden. Ich meine, bei Son Gohan war ich mir auch immer sicher, dass er nicht Son Gokus Sohn ist. Überleg doch mal, die Haare passen viel mehr zu Yamshu, der Charakter leider auch, und Yamshu hatte damals schon was mit Chi-Chi zu tun. Um seinen Riss also zu kaschieren, hat sich Yamshu damals safe die Dragon Balls gesneakt, um Son Gohan einen Halb-Saiyajin-Körper zu wünschen. So ist er also niemals aufgeflogen! Naja, wir sollten wohl zurück zum Plot kommen, oder? Was könnte wohl passieren? Ja, Son Goku macht eine Genki-Dama als Super Saiyajin, was eigentlich nicht gehen sollte, wegen dem Zorn. Er saugt diese auf und sieht dabei so aus wie ich, wenn meine Mutter mir damals nicht mein Lieblings-Bionicle gekauft hat. Und auf diese Art und Weise kann er dann C-13 finishen. Und am Ende des Films sehen wir dann, dass Vegeta und Piccolo ein kleines Date haben. Auch bei C-13 würde ich sagen, ist es ein solider Film. Also es ist nicht wirklich was Besonderes, ich würde ihn auch noch unter Cooler sehen, aber er macht einige Sachen richtig, hat eben ein cooles Finale, hat einen coolen Teil, einen coolen Mittelteil und es ist halt nice zu sehen, wie Son Goku, Vegeta und Trunks als Saiyajin am Kämpfen sind. Das finde ich cool, deswegen, ja, C ist alright. Die Geschichte von Trunks ist ein Special, was ungefähr genauso funktioniert wie eben das Bardock-Special. Es wird hier nämlich das Kapitel von Akira Toriyama behandelt, wo wir sehen, wie Trunks aufgewachsen ist. Also Toriyama hat eine kurze Story gemacht, wie es in Trunks Leben aussah. Wir haben eigentlich alles so ziemlich gleich, nur dass eben die Story verlängert worden ist und ein wichtiger Bestandteil geändert wurde, der aber sehr gut funktioniert. Denn im Manga sehen wir, dass Trunks sich schon sehr früh in den Super Saiyan verwandeln konnte und bei Son Gohans Tod hat das nicht freigeschaltet, er konnte es schon.
bekommen. Der Anime hat es so gemacht, dass Trunks damit gestruggelt hat, Super Saiyan zu werden, und erst bei Son Gohans Tod kam es dazu, dass er eben zum Super Saiyan wurde. Genauso wie das Bardock Special, finde ich, ist History of Trunks so eine Art Special, die wieder mal eine andere Art von Dragon Ball zeigt. Ich meine, Dragon Ball kann auch von der Story düster sein, aber ist eigentlich im Kern immer sehr heiter. Doch dieses Special zeigt die dunkle Welt von Trunks und wie krass der Schaden der Cyborgs wirklich ist. Und zu sehen, dass Son Gohan hier absolut im Dreck liegt, tut als Fan natürlich weh, aber macht die Szene, wo Trunks zum Super Saiyan wird, umso besser. Also als OVA kann man nicht sagen, ist dieses Special hier absolut gelungen. History of Trunks ist auf B auch ein sehr gelungenes Special, macht viel Spaß, und die Edition, dass Trunks eben Super Saiyan wird bei Son Gohans Tod, Hammer, und Son Gohan in der Future-Version nochmal zu sehen, war als Zuschauer auch sehr, sehr, sehr erfrischend. Also ein geiles Special, kann man nichts falsch mitmachen, absolut cool, dass es existiert. Also, der legendäre Super Saiyajin Broly. Die Inspiration hinter Broly kam auch von Takao Toyama. Er fand die Folge, in der Trunks zum Super Saiyajin Grade 3 wird, so imposant, dass er genau so einen Charakter für einen Film haben wollte. So entstand also Broly. Der Film könnte eigentlich gut in die Spanne vor den Cell-Spielen reinpassen. Was aber nicht ganz hinhaut, ist, dass Son Goku und Son Gohan ja die ganze Zeit in der Super Saiyajin-Form waren. Das sind sie hier nicht. Jedenfalls kommt die Paragos besuchen, der Vegeta hier einen neuen Planeten Vegeta geben möchte. Das juckt ihn zwar nicht wirklich, aber als er von einem legendären Super Saiyajin hört, hat er sofort Bock. Das Ganze ist natürlich fake und der Planet wurde eigentlich versklavt. Paragus möchte nämlich Rache, um Vegeta umzubringen. Ein Komet soll nämlich in ein paar Tagen den ganzen Planeten wegjallern. Folgendes ist nämlich passiert. Vegetas Vater hatte Angst vor Brolys immensen Powerlevel und wollte ihn demnach umbringen. Eigentlich sehr lustig, weil Freezer ja genau das gleiche mit den Saiyajins vorhat. Jedenfalls kamen Paragus und sein Sohn deshalb in einem Hinterhalt und sie haben den Planeten verlassen. Broly konnte sie dabei aber vor einem sicheren Tod beschützen. Weil er aber dann immer wieder ausgerastet ist, hat Paragus von einem Wissenschaftler ein Gerät gekauft, das Broly kontrolliert. Eigentlich könnte man sagen, dass Broly normal ist und das Ausrasten auf die Arroganz des Saiyajin zuzuordnen ist und Paragus sich nur eingeredet hat, dass sein Sohn irgendwie durchdreht, damit er von sich selbst rechtfertigen kann, dass er ihn kontrolliert. Aber naja, wie soll ich sagen, weil Son Goku als Kind halt geheult hat, hat er übelste Flashbacks und ist jetzt immer noch abgefuckt. Oh, Kakarot! Oh, Kakarot! Oh. Aber ich mag die Vorstellung, dass Paragus ein psychopathischer Vater ist, der seinen Sohn die ganze Zeit so behandelt hat und deswegen dieser, naja, sich ultra scheiße entwickelt hat. Und durch Dragon Ball Super Broly haben wir gesehen, dass Broly eigentlich ein ganz lieber Kerl sein kann. Auch interessant ist hier, dass wir das Zeichen der Saiyajins auf dem Panzer von König Vegeta sehen, was ziemlich geil ist, weil man hier ein V rauserkennen kann, was natürlich für Vegeta steht. Außerdem könnte man hier sagen, dass man erkennen kann, dass das Zeichen ein Gemüse widerspiegelt, das in der Erde ist und heranwächst. Könnte ein Stretch sein, aber ich mag die Vorstellung. Es könnte auch ein bisschen widerspiegeln, dass der Saiyajin ein unbändiges Potenzial hat. Jedenfalls ist der Kampf hier gegen Broly wirklich der Hammer. Also es ist echt geil zu sehen, wie ein legendärer Super Saiyajin die anderen komplett fertig macht. Piccolo ist hier auch am Start, aber eigentlich nur um Prinzessin Vegeta zurechtzuweisen. Nachdem Broly also alle dominiert und, keine Ahnung, Son Goku auch irgendwie zerbrochen hat, bekommt dieser Power von allen, sogar von Vegeta. Es ist auch wieder so ein bisschen auf Genki-Dama angelehnt. Und so kann er Broly in die Magengrube hauen, weswegen Broly platzt und stirbt. Beziehungsweise nicht ganz. Weil der ja wiederkommen soll. Ich muss sagen, Broly hat viele Fehler, aber ich habe so einen Softspot für diesen Film. Natürlich, das Design ist absolut feier, das muss man vorneweg sagen, es ist unfassbar geil. Aber der Film ist ein bisschen goofy, funktioniert nicht wirklich so gut als Film. Und was macht als Dragon Ball-Fan schon Spaß, das anzuschauen. Das muss ich zugeben. Es macht einfach Spaß und deswegen alleine für die Idee, fürs Gimmick, möchte ich Broly hier einfach weit oben platzieren. Der neunte Dragon Ball Z-Film ist einfach nur ein Turnier-Arc. Und damit schon absolut geil. Die Animation ist hier auch so krass, dass Mr. Satan einfach mal aussieht wie der absolut heftigste Giga-Chat. Der Zeitpunkt von diesem Film ist ebenfalls sehr cool, da er ziemlich einfach genau in die 7 Jahre Zeitspanne vom Cell-Arc zu Buu-Saga reinpasst. Gohan wirkt etwas größer, Trunks ist zurück, nachdem er die Cyborgs geklatscht hat, und Vegeta hat Depris, weil Goku nicht mehr da ist. Es macht auch Sinn, dass Bojack, der Weltraumpirat, nun frei ist, weil sie den Planeten von Meister Kaio genukt haben und deswegen ist er freigekommen.
Son Gohan im Gi von Son Goku zu sehen, ist auch wirklich eine absolute Augenweide. By the way, ist Trunks hier auch einfach mal peak arrogant, was man sehr gut im Kampf gegen Tenshinhan merkt. Einen guten und vor allen Dingen fairen Kampf. Ja, viel Spaß. Jedenfalls sind drei von unseren Jungs dann im Viertelfinale. Eigentlich sollten sie gegen die Aliens von Mr. Satan kämpfen, aber die Echten mischen dann mit. Trunks muss sogar gegen den Chrono-Trigger-Abi ran. Er ist auch hier der Einzige, der seinen Gegner auch besiegt, da die anderen Kämpfe eben ineinander laufen. Aber ich muss sagen, ich konnte damals schon Krillin bestens nachvollziehen. Nee, Mann, ist die süß. Ja, nachdem unsere Jungs also ordentlich auf die Fresse bekommen haben, taucht endlich der Held von diesem Film auf. Ihr solltet uns lieber nicht unterschätzen. Da Vegeta dann auch nicht ausreicht und Son Gohan fast gegen den Weltraumpiraten stirbt, kommt Son Goku aus dem Jenseits und, naja, gibt Bojack was auf die Fresse. Das ist wirklich ultra Bullshit, dass das passiert, aber ich muss sagen, ich find's auch absolut nice. Das Ganze triggert dann Son Gohan Super Saiyan 2 Verwandlung und ich muss sagen, die ist wirklich der Wahnsinn. Sie ist wuchtig, übermächtig und perfekt. Also man merkt eindeutig den Kräfteunterschied, was wichtig ist, da dieser Film, wie gesagt, kurz nach der Cell-Saga spielt. Am Ende nimmt dann Mr. Satan fürs Besiegen von Bojack zwar wieder die Credits von Son Gohan, aber ist nicht so schlimm, denn dafür nimmt Son Gohan später etwas anderes von seiner Tochter. Willst du kneifen oder was? Dieses kleines Miststück, dich knackig! Bojack Unbound macht Spaß, bin ich ehrlich. Also die Epoche finde ich super, dass man so einen kleinen Slice-of-Life-Teil hat von Dragon Ball und ja, nicht alles so ernst ist, bis eben Bojack auftaucht. Finde ich sehr, sehr gelungen. Die Kämpfe machen Spaß, Son Gohan Super Saiyan 2 ist super und dass Son Goku aus dem Jenseits angreift, ist cool. Deswegen, geiler Film. Unter Trunks, obviously, aber trotzdem sehr cool. Ja, Broly ist zurück. Wie er das Ganze geschafft hat? Naja, das wurde nicht bei dem Ansatz erklärt, deswegen tue ich es auch nicht. Ja, er ist halt auf die Erde gelandet, nachdem er besiegt worden ist und ist dann eingefroren. Also, kommen wir zur Timeline. Da Videl hier fliegen kann und Son Goku tot ist, muss dieser Film irgendwo während der Buu-Saga spielen. Er könnte theoretisch vor dem Turnier stattfinden, aber da Son Goten hier die Stimme von seinem Vater, der später aus dem Jenseits zu ihnen spricht, kennt, muss das Ganze nach dem Turnier spielen, da die Buu-Saga aber viel zu sehr getaktet ist, also sehr viel auf einen kurzen Zeitraum passiert, ist das Ganze ein wenig schwierig. Also passt der Film eigentlich nicht rein. Jedenfalls sehen wir hier, wie Son Goten, Trunks und Videl die Dragon Balls suchen. Und ich muss sagen, ich liebe ihre Dynamik. Son Goten und Trunks aus der Buu-Saga-Ära machen sowieso immer Spaß. Aber mit der älteren Schwester Videl funktionieren sie hier tatsächlich sehr gut. Für den Dragon Ball, den sie dann bekommen wollen, müssen sie eine Sidequest ballern. Und weil Son Goten heult, da er kein Essen bekommt, wacht Broly wieder auf. Son Goten, das sieht ja aus wie Son Goku. Ja, auch hier, es ist peak dumm, aber ich find's auch peak funny. Genauso wie der Kampf der beiden Jungs gegen Broly. Powerscaler drehen zwar durch, aber ich schiebe mir ordentlich Lachkick bei dem Fight. Goten sammelt dann die Dragon Balls und geht, naja, pissen, während Trunks mies auf die Fresse bekommt. Das passt eben so gut zu Kindern, die den Ernst der Lage nicht checken und ich liebe es. Goten versteht dann auch nicht, wie man die Dragon Balls benutzt, deswegen braucht er länger und da Trunks nicht mehr kann, naja, schießt er dann auch mal los. Son Gohan kommt dann zwar auch dazu, aber er bekommt eigentlich nur ein insanes Ass-Booping. Nicht mal Lava kann Broly hier aufhalten, weswegen Son Gohan dann mal wieder von Piccolo gerettet wird. Doch Toymation ist hier ziemlich self-aware. Fast in jedem Film wurde Son Gohan von Piccolo gerettet. Das ist hier mittlerweile das 7. Mal oder so. Doch dieses Mal ist es nicht Piccolo, sondern Krillin, der das Outfit von Piccolo trägt. Ja, das ist so ein bisschen das Durchbrechen der vierten Wand. Es wird sich hier offen darüber lustig gemacht, dass der Plot in den Filmen immer wieder auftaucht. Eine Erklärung, warum Krillin auf einmal den Turban Drip rockt, gibt es hier an der Stelle aber nicht. Jedenfalls schaffen sie es dann zusammen mit einem Kamehameha Broly Parole zu bieten. Son Goku kehrt dabei aber zurück und es wird hier nicht erklärt, warum. Wir sehen eine kurze Sequenz, wo die Dragon Balls aktiviert werden, was sich aber gewünscht wird, wissen wir nicht. Es wird hier bewusst von Toymation offen gehalten. Trunks übernimmt hier auch die Rolle von seinem Dad und lenkt Broly beim Beam Clash ab, damit das legendäre Family Kamehameha gewinnen kann. Auch Broly würde ich höher platzieren. Ich finde allgemein ist er nicht so gut wie der erste, aber ich muss sagen, ich liebe die Son Goten-Trunks-Dynamik. Also der Son Goten-Trunks-Duo in der Buu-Saga-Ära funktioniert unfassbar gut. Und hier haben sie viel Spaß gemacht. Der Endfight ist jetzt nicht so geil, aber
Es ist trotzdem ein Film, den ich sehr gerne geguckt habe. Deswegen, ja, keine Ahnung. Finde ich, B ist schon fair. Movie 11 Bio Broly sollte eigentlich nach der Busaga spielen. Macht auch Sinn, weil C18 ihr Geld für das Turnier haben möchte. Jedoch ziehen Trunks und Son Goten trotz einer Notlage die Fusion hier nicht durch. Und außerdem ist Goku in diesem Film im Jenseits, was nicht sein kann, weil er ja in der Busaga das Leben des Großkaioshin bekommt und wieder am Leben ist. Also kann dieser Film ebenfalls nicht stattfinden. Mr. Satans alter Freund will hier Stress, weil er damals gegen verloren hat und deswegen nicht Kämpfer werden konnte. Er hat also eklige Bio-Krieger erschaffen und naja, die sehen halt echt schlimm aus. Mr. Satan lässt hier mal wieder die anderen für sich kämpfen und regelt die Angelegenheit so. Doch dann erfahren wir, dass Brolys Blut gefunden wurde und so wurde ein neuer Broly erschaffen. Und verdammt nochmal, wie konnte man eins der besten Dragon Ball Designs überhaupt so dermaßen reinscheißen? Ja, Son Goten und Trunks dribbeln ihn ein wenig und dann geht er irgendwann in diesen Glibber unter. Weswegen sie dann Kamehameha müssen. Und wow, Trunks hat es einfach mal so gelernt. Aber naja, das ist nicht das erste Mal, dass er eine typische Son Goku-Technik einfach so lernt. Oder Genki Dama Future Trunks aus Dragon Ball Super. Jedenfalls hauen sie mit dem Kamehameha auf das Wasser und dieses Wasser kann dann das Glibber von Broly kontern. Und so endet der Film. Also, ich sag euch ehrlich, das Outro von diesem Film ist besser als der Film. Wir sehen hier nämlich, dass Trunks ein Son Goku-Kuscheltier hat, was er vermutlich von Vegeta ausgeliehen hat. Goten und Gohan haben einen süßen Bro-Moment und Bulma hat ihr Crazy Milf-Outfit an. Bio Broly of F, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Der Film ist grottig, das Ende ist... I don't know what about that. Ich weiß gar nicht, was hier passiert, dass die Broly so... ein Design gegeben haben, ist kriminell. Ja, es ist wirklich eine Bruchlandung. Es ist eine Bruchlandung. Ich sag's, wie es ist. Ach ja, Fusion Reborn. Das ist für mich wirklich mit Abstand der beste Film aus dieser Z-Ära. Die Timeline ist aber hier die Hölle. Dass Son Goku und Vegeta beide tot sind, kann es nur kurz nach Vegetas Explosion stattfinden. Aber zu diesem Zeitpunkt ist Son Gohan ja auch tot geglaubt, weil er bei den Kaioshins ist. In diesem Film ist er aber ordentlich am Rumchillen. Auch hier ist es wieder so, dass das schnelle Pacing der Busaga keinen Platz lässt, um diesen Film irgendwie zu platzieren. Jedenfalls beginnt der Film hier mit Son Goku und Paikohan, die gegeneinander kämpfen und auch das ist wieder Hammer. Zum einen hat man eben einen Filler-Arc, den man hier adaptiert und zum anderen ist es einfach cool zu sehen, dass Son Goku im Jenseits immer noch sein eigenes Leben hat. Außerdem sind wir hier auch ein Foreshadowing für alle Anime-Fans, wenn ihr Leben zu Ende geht. Hölle, 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 Hölle. Ja, ich find's auch einfach geil, dass in der Dragon Ball Welt etwas Schönes wie das Jenseits so dargestellt wird, als wäre es nur ein weiterer nerviger Bürojob. Wir haben hier also eine Seelenreinigungsmaschine und diese geht hoch, weil ein Praktikant Scheiße baut. So entsteht also Janemba, der übrigens ein Wortwitz auf den französischen Satz Je ne pas ist. Auf Japanisch bedeutet sein Name dann so viel wie böse Gedankenwille, was auch irgendwie passt. Wir hören hier auch, als Son Goku mit ihm spielen geht, das Tapion-Team, was erst einen Film nachher auftreten sollte. Kuckuck, hier bin ich, fang mich doch! Ja, die Melodie konnten wir hören, weil das Ganze kein Originalausschnitt war. Ja, die Deutschen haben eigentlich nur die Version von den Franzosen übernommen und die haben eben das Tapion-Theme hier eingebaut. Jedenfalls ist es so, dass durch Janemba das Jenseits drunter und drüber geht und Tote wieder auf der Erde auftauchen. Wie eben Hitler! Ja, keine Ahnung, Japan hat damals anders gesmoked. Ich finde die Szene, wo Son Gohan Freezer one-hitte, doch einfach nur grandios. Ich meine, wir haben so lange gebraucht, um ihn zu besiegen und hier macht Son Gohan mit einem Schlag. Darüber hinaus sehen wir auch bei der Szene, wo Freezer auftaucht, weitere Antagonisten, die aus dem Film stammen, was ich ebenfalls sehr cool finde. Mit den Dragon Balls werden sie dann aber weggewünscht, während Paikohan mit der Barriere kämpft. Du Blödkopf, du hirnamputierte Hohlbirne, du Fliegenfurz! Und verdammt nochmal, Son Gokus Schrei war einfach andere Liga.
Der Super Saiyan 3 reicht dann aus und Janemba verwandelt sich hier. Und sein Moveset mit den Teleportschlägen, das allgemeine Teleportieren und anderen Sachen hat Hotaro so sehr gefallen, dass er das auch für sein Manga später verwenden sollte. Ich muss aber sagen, ich finde Janemba vom Design und Moveset auch absolut gelungen. Darüber hinaus liebe ich einfach das Sounddesign von Janemba. Vegeta ist dann also auch am Start und richtig traurig, dass Son Goku der Stärkere ist. Er hat zwar keinen Bock drauf, aber sie fusionieren dann zusammen zu eben Veku. Ja, auch einfach absolut funny, ihn hier zu sehen. Und der Auftritt von Gogeta war dann einfach nur perfekt. Ich weiß, er war sehr kurz, aber ich finde irgendwie, das passt zum Film, dass Gogeta so kurz auftritt und Janemba quasi schnell besiegt. Es ist auch hier spannend darüber zu reden, dass weil Gogeta für diesen Film benutzt wurde, hat sich Toriyama dazu entschieden, für den Manga eine andere Fusion zu verwenden. Also normalerweise hätte er vermutlich Son Goku und Vegeta die Tanzfusion vollziehen lassen, damit Gogeta eben Buu besiegen konnte. Weil er aber nicht das gleiche machen wollte, was schon beim Film voll im Gange war, hat er sich eben für Vegeto entschieden. Future Reborn, komplettes Gegenteil vom letzten Film. Absolut geil, ich liebe alles an dem Film, der macht Spaß. Das einzige Manko an Future Reborn ist, der Film ist kurz. Abseits davon alles super. Geile Kämpfe, sowohl Son Goku, Vegeta, Gogeta, Paikuhan, einfach Hammer. Also Future Reborn, ich liebe diesen Film, man hat alles richtig gemacht und ja, kein Wunder, dass Dragon Ball Super Broly so gut ist, weil man hat eben Fusion Reborn genommen und Dragon Ball Z Broly und die fusioniert und dann so den Film gemacht. Der letzte Dragon Ball Z Movie für eine lange Zeit kann easy nach der Buu-Saga spielen. Wir wissen zwar, dass Buu nach dem Ende dieser Saga gut wurde und eigentlich hier irgendwie rumlungern sollte, aber wir wissen auch, dass man eben die Dragon Balls dazu benutzt hat, die Erinnerung der Menschen zu löschen. Vermutlich spielt dieser Film vor dem Dragon Ball Wunsch und deswegen hält Mr. Satan noch Buu geheim, um ihn eben zu schützen und den Menschen keine Angst einzujagen. Also, Videl und Son Gohan treffen hier einen Alien-Dude, der eine Spielbüchse hat, wo sein Homie drin ist. Sie befreien ihn also und die ultimative Zelda X Chrono Trigger-Referenz Tapion spielt das Ocarina of Time-Theme. Er hat hier auch keinen Bock wieder am Start zu sein, weil ein Monster in ihm versiegelt ist, denn der Alien-Guy ist eigentlich der böse Guy für diesen Film hier. Ich muss sagen, ich bin sehr großer Fan von dieser ganzen großer Bruder-Plotline zwischen Tapion und Trunks. Das Ganze ist auch so ein bisschen schicksalsmäßig. Egal was passiert, egal in welcher Zeit, Trunks wird immer so eine große Bruderfigur haben. In der Zukunft war es eben Son Gohan und hier ist es Tapion. Manche Dinge bleiben eben gleich, auch wenn sie anders ablaufen. Am Ende bekommt Trunks ja auch schließlich das Schwert von Tapion, was ziemlich viele Fans verwirrt hat, weil man nicht verstehen konnte, warum Future Trunks auch ein Schwert hat, obwohl bei ihm der Film nicht stattgefunden hat. Aber ja, Funimation hat einfach so eine Szene gemacht, um uns quasi eine Referenz auf Future Trunks zu machen und mehr wurde sich da nicht gedacht. Jedenfalls hatte Tapion auch einen kleinen Bruder, der die andere Hälfte von Hildegard versiegelt hatte. Nach einem kleinen Struggle kommt dann das ganze Monster wieder, weil vorher hat es so als Hälfte gekämpft und alle haben keine Chance gegen ihn. Auch Vegeta nicht, der wirklich für ein paar Sekunden im Film dabei war. Tapion möchte dann, dass Trunks ihn umbringt, um Hildegard aufzuhalten. Das hätte Trunks auch getan, aber vorher wird Tapion komplett absorbiert. Hildegard hat also seine komplette Stärke wieder und der Bad Guy wird dabei nebenbei gekillt. Tommy schreit dann wieder ein bisschen rum und der Drachenfaust-Finish ist absolut episch. Ich meine, scheiße nochmal, wie clean sieht Son Goku hier bitte aus? Tapion nimmt dann die Zeitmaschine und haut dann ab. Und im Outro haben wir das erste Mal einen deutschen Outro-Song bei einem Dragon Ball Film. Denn jeder, der es wagt, den Frieden zu zerstören. Ja, was soll ich euch sagen? Damals haben sie einfach nur gekocht. Ich wünsche mir deutsche Openings und Endings so sehr zurück. Ich meine, stell dich mal vor, ein Dragon Ball Film würde heutzutage so enden. Durch die Wolken zwingt ein Licht, der Himmel wird klar. Ja, dieser Film hier markiert auch das Ende der Dragon Ball Z Filme. Da der Manga zu Ende ging, gab es eben keine weitere Notwendigkeit, Filme zu produzieren. Aber wir wissen, sollte das nicht der letzte Dragon Ball Z Film sein. Hildegard, Tapion, was auch immer, packe ich auf B. Ich finde Tapion unfassbar geil als Charakter. Ich finde den Plot vom Film auch sehr geil. Und muss ich sagen, Hildegard als Antagonist ist super lame. Deswegen, ja, also wenn ein anderer Antagonist da gewesen wäre, hätte ich sehr, sehr hoch gepackt, weil ich einfach Tapion cool finde, die Drachenfaust cool finde, vieles in diesem Film sehr nice finde, aber Hildegard ist halt echt langweilig.
Okay, Plan zur Auslöschung der Saiyajins ist ein sehr, sehr besonderes Piece of Media. Wir haben nämlich hier einen kleinen Anime, der produziert worden ist, um ein Spiel von Dragon Ball zu pushen. Wir haben zwei Versionen. Eine, die 1993 rauskam und die andere, die 2010 rauskam. Der Plot von beiden unterscheidet sich so ein bisschen, aber ist im Grunde genommen gleich. Es geht hier darum, dass wir sehen, dass die Tsuruyana damals ausgelöscht worden sind von den Saiyajins. Und dieser Plot rächt sich nun. Also quasi genau das, was Dragon Ball GT auch gemacht hat. Der Doktor, nämlich Dr. Raichi, hat nämlich den ganzen Hass der Tsuruyana aufgesammelt und so ein übertrieben krasses Viech erschaffen. Nachdem unsere Z-Fighter dann quasi gegen vergangene Gegner kämpfen müssen, eben auch welche aus den Filmen, kommt es dazu, dass sie ihren feinen Showdown haben gegen Hachiak. Und man muss gerade sagen, beim 2010 Special ist die Animation so, dass die Character Models nicht so absolut clean aussehen. Also nicht the yellow from the egg. Was aber cool ist, ist die finnische Animation, die da natürlich sehr spicy daherkommt. Das Special ist nichts Besonderes, aber es ist cool und es war nice to have, dass du dem Videospiel gesneakt hast und dort eben dieses Special am Start hattest. Gut, es ist halt eine Spiele-OVA, deswegen ist es sehr, sehr schwer zu werten. Ich packe das Ganze mal hier hin. Ich denke, das ist einigermaßen fair. Ja, das Ding ist halt nicht besonders, aber es ist auch nicht scheiße. Die Bardock OVA kam 2011 raus und hat zwar keinen Set im Titel, aber gehört irgendwie schon hier mit rein ins Video. Das Ganze ist eine Adaption von einem Manga, der von Nao Oishi stammt. Sie war jemand, der auch beim Special Yo Son Goku und seine Freunde kennen zurück beteiligt war und sie hatte den Dragon Ball SD Manga gemacht. Eine Zeit lang war sie die Figur, die eventuell das Erbe von Akira Toriyama antreten sollte, bis eben Toyotaro auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Jedenfalls haben wir hier das Special von Bardock, was aktuell Nankainen ist und nicht irgendwie in die Story mit reinspielt. Bardock wird also hier nach dem Kampf gegen Freezer in der Zeit zurückgeschleudert und kommt an auf dem Planet Vegeta, wie er damals aussah, als noch andere Lebewesen auf ihn gelebt hatten. Wir sehen dabei, dass er dann gegen einen Vorfahren von Freezer kämpft, nämlich Chilled, und zum Super Saiyajin wird. Man kann ja sagen, dass durch die Explosion von Freezer Bardock einen Senkai-Boost hatte und deswegen stark genug war für den Super Saiyajin, aber natürlich, es war hier so, dass Bardock Super Saiyajin werden sollte, um die Dragon Ball Heroes-Karte zu promoten. Denn dieses ganze Special diente für die Heroes-Karte. Trotzdem ist es irgendwie cool zu sehen, dass Bardock Chilled besiegt, Chilled seine Nachfahren warnt und Bardock damit quasi der eigentliche Grund ist für seinen Untergang. Also ist schon irgendwie ganz cool. Bardock OVA ist, glaube ich, hier ganz gut platziert. Ist auch cool, macht alles richtig in 20 Minuten. Bardock als Super Saiyan zu sehen ist super. Hat halt nicht so viel plotmäßig, aber ja, funktioniert an sich schon. Also ja, cool. Vielen Jahren sollte Son Goku zurückkehren und zwar mit dem Special Son Goku und seine Freunde kehren zurück aus dem Jahre 2007. Dieses Special ist ein Special, was jetzt nicht wirklich sehr besonders ist. Also es ist eine OVA, also lief es schon mal nicht in den Kinos und die Storyline ist ein wenig mehr Slice of Life. Das Ganze stammt aber aus Akira Toriyamas Feder und wir sehen auch, dass zum Beispiel Outfits wie Son Goku als Farmer später bei DBS auftreten. Wir sehen hier auch, dass Vegetas Bruder auftritt, was naja ein bisschen schwierig ist, weil das eigentlich nur mehr Schaden anrichtet für das Dragon Ball Universum als was Gutes tut, aber es ist lustig, dass man Vegeta und Tabels Namen zusammentun kann für eben den Pun Vegetable, also Gemüse. Ich würde sagen, dass jeder Charakter hier so ein bisschen seinen Auftritt hat und diese OVA mehr dazu dient, dass man eben Dragon Ball als Franchise gefeiert hat. Lustigerweise sehen wir auch hier durch das Shading, dass Son Goku eine Super Saiyan Blue Szene hat und das Jahre vor dem Super Saiyan Blue. Man muss aber sagen, dass dieses Special wirklich sehr wichtig war für die Zukunft von Dragon Ball, denn das hier ist so ziemlich der erste Baustein dafür, dass Dragon Ball Super später zurückkehren sollte. Also in der Historie von Dragon Ball ein sehr, sehr wichtiges Special. Außerdem finde ich sehr cool, wie der Super Saiyan hier dargestellt worden ist, weil hier sieht man so ein bisschen, dass der Super Saiyan wirklich diese goldene Aura hat, was verdammt nochmal nice aussieht. Auch das 2008 Special packe ich hier rein, weil hat Spaß gemacht, war cool, alles richtig gemacht, soll ein bisschen Slice of Life sein, deswegen fair. Dragon Ball Z Battle of Gods. Lange bevor Dragon Ball Super eine Sache war, gab es Dragon Ball Z Battle of Gods. Die Fortsetzung von Dragon Ball nach so vielen Jahren durften die Fans endlich mal wieder etwas auf der großen Leinwand sehen.
im Battle of God sehen, wie die Einführung der Götter der Zerstörung mit eben Beerus und den Kampf von Son Goku in einer neuen Form. Das Ritual an sich ist zwar eine ziemlich coole Idee, aber gab es in anderer Form auch schon mal in Dragon Ball GT. Was die Form angeht, ihr habt es wahrscheinlich oft gehört, aber der Super Saiyan God sollte ursprünglich so ähnlich aussehen wie ein Super Saiyan 4 mit goldenem Fell. Letztendlich hat sich Toriyama für etwas entschieden, was einfacher ist und hat eben die Base vom Haare mit eben den dünneren Muskeln genommen. An sich wollte Battle of Gods nur eine Sache machen, nämlich Dragon Ball feiern, und genau das hat dieser Film geschafft. Er hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich glaube, wir können gar nicht mehr richtig darauf zurückblicken, wie es damals war, diesen Film zu schauen. Denn als der Film neu war, als wir zum ersten Mal wieder Dragon Ball Zeug gesehen haben, war es überwältigend. Auch die Animation war hier eine ganz, ganz andere Ebene und gerade der Kampf von eben Goku gegen Beerus, besonders mit der Musik, war phänomenal. Beerus und Whis sind doch Charaktere, wo ich wirklich sagen muss, die fühlen sich so an, als wären sie schon immer Teil der Dragon Ball Gruppe gewesen. Also es fühlt sich nicht wie ein Fremdkörper an und ist wirklich eine sehr gute Edition gewesen zum aktuellen Cast. Mit 50 Millionen US-Dollar wurde auch ordentlich viel eingenommen und dieser Film zeigte dann auch endgültig, dass Dragon Ball nun voll zurück ist und wir jetzt erst die ganzen anderen Sachen bekommen werden. Battle of Gods reiht sich bei mir ebenfalls im S-Tier ein. Ich finde, der Film ist cool. Also der Film hat unfassbar Spaß gemacht. Es ist eine Wucht, den anzuschauen. Ich denke, Fusion Reborn ist bei mir noch ein bisschen weiter oben, aber Battle of Gods hat viel richtig gemacht. Man hat Bock bekommen auf Dragon Ball, das ist die Hauptsache. Deswegen faire Platzierung, in my opinion. Auf Battle of Gods ist dann Resurrection of F gefolgt und wir sind von Rot auf Blau gewechselt. In diesem Film gibt es natürlich einige goofy Sachen, wie zum Beispiel, dass Freezer zurück ist und ein wenig trainiert und dann, naja, super stark ist. Ich muss aber sagen, das passt irgendwie schon in den ganzen Dragon Ball Humor rein, also fand ich schon gut, dass man Freezer hier zurückgebracht hat. Es gibt natürlich auch coole Sachen, wie zum Beispiel, dass Krillins Klingelton hier das One Piece Opening ist, was natürlich sehr gut passt, weil die Sprecherin von Krillin die Sprecherin von Monkey D. Ruffy ist. Versprochen! Bulma, was will die denn jetzt? Wir haben aber hier eine Sache, die im letzten Film schon aufgefallen ist, aber nicht großartig dabei gewesen ist, nämlich CGI. Ja, das CGI in diesem Film ist wirklich grottig. Es ist echt ziemlich schlecht. Ich finde, außerdem ist es ein bisschen so, dass Beerus und Whis ein wenig die Spannung töten in diesem Film, denn man halt weiß, okay, selbst wenn es jetzt irgendwie so oder so wird, werden Beerus und Whis was machen. Ich meine, sie sagen, sie sind neutral, aber naja, sie stören irgendwie doch ein bisschen. Darüber hinaus finde ich den Kampf von Goku im Super Saiyan Blue schon sehr imposant gegen Freezer. Das hat schon funktioniert. Ich fand es aber schon sehr schade, dass man nicht Vegeta den Finish gegeben hat. Es wäre schon echt cool gewesen, wenn man hier eben den Film so anders hätte, dass Vegeta endlich die Rache gegen Freezer bekommt. Sein Kampf an sich gegen Freezer ist schon cool, aber dass er nicht den Finish macht, ist ein wenig schade. Resurrection of F packe ich dann ins A-Tier. Der Film ist halt länger. Ich glaube, wenn das Bardock-Special oder der Broly-Film länger gewesen wäre, dann wären sie besser als Resurrection of F. Aber bei Resurrection of F gab es einfach zu viel. Deswegen packe ich ihn ins A-Tier. Wir müssen ja hier alle Filme betrachten. Und da ist Resurrection of F ja schon drüber, muss man sagen. So, Freunde, das wäre es vom Video gewesen. Ich habe wieder geschafft. Und wundert euch an dieser Stelle nicht, denn Dragon Ball Super Broly und Dragon Ball Super Super Hero sind hier nicht mit dabei, weil das Dragon Ball Super Filme. Hier ging es ja um die Dragon Ball Z-Ära. Und davon habe ich alles behandelt. Also wirklich alles war dabei. Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ist euer Lieblingsfilm? Und ich würde mich hier natürlich sehr drüber freuen, wenn ihr das Video supporten könntet. Das Ganze war eine Heidenarbeit, deswegen ein Däumchen, wäre ein Träumchen. Abo auf dem Kanal wäre auch super. Wir sind kurz vor 700.000, deswegen würde mir wirklich enorm helfen. Und ja, dann bin ich raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.